Jo, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Portal 2. Wie ihr seht, funktioniert der jetzt. Ich kann mich jetzt auch auf ihn draufstellen. Ja! Und jetzt dürfte das ganz einfach zu lösen sein, dieses Rätsel. Denn wir brauchen einfach nur da hinten ein Portal schießen. Und da ein Portal schießen. So. Was genau? Genau gegenüber von dem steht. Da müssen wir auch genau durchschauen können. Muss genau durchgehen. Ist genau in der Mitte. Dann können wir das nehmen. Wow, warum leckt es denn jetzt plötzlich so? Ich habe nichts, was auslastet. Versprochen. Du erinnerst dich, dass ich ewig lebe, und du in 60 Jahren tot bist. Ich habe ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für dich. Eher einen medizinischen Geburtstagseingriff. Also technisch gesehen ist ein medizinisches Experiment. Wichtig ist, dass es ein Geschenk ist. Ganz kurz. So, wieder zurück. Es laggt leider noch immer. Ich weiß nicht, was damit los ist. Jedenfalls, wir versuchen es trotzdem mal. Oh, Dreck. Da ist gerade Müll weggeführt. Oh. Ich weiß nicht, was mit dem Spiel gerade los ist. Vielleicht, wenn jetzt das neue Level lädt. Aber das Level wird bei mir ein bisschen verpackt sein. Ich habe es jetzt neu laden lassen. Und dann hat es besser funktioniert. Dein Overall sieht blöd aus. Das sage nicht ich, das steht hier in deiner Akte. Bei anderen sieht er gut aus. Doch ein Wissenschaftler hat angemerkt, dass er bei dir blöd aussieht. Aber was weiß ein kauziger alter Techniker schon von Mode? Er war vielleicht... Warte, eine Frau. Trotzdem. Oh, hier steht sie. Sie hat einen Doktor. In Mode. Aus Frankreich. Okay, das heißt, oh, wir sehen uns wieder mal selbst. Hallo. Ja. So. Können die auch selten gut ausschalten? Könnten die theoretisch, können wir die nicht nehmen, da drunter? So, die könnten wir auch nehmen. Bin dir nicht böse. So. Ja! Entschuldigung. So. Nächste ausgeschalten. Probieren wir es jetzt. Okay. Alle ausgeschalten. Perfekt. Auch wenn wir die da hinten eigentlich gar nicht ausschalten hätten müssen. Können wir jetzt schon durchgehen? Nein. Machen wir es so. Wir wissen müssen, immer nur mit der rechten Taste. Machen wir gleich mal so. Zack. Ha, ha, ha. Geht das so? Da
Da fliege ich darüber, aber was bringt mir das? Ich suche jetzt nach mir. Ist gar nicht so einfach. Wahrscheinlich von oben irgendwie muss ich auf sie kommen. Ich kann mich jetzt mal darüber transportieren lassen. Warte mal, das machen wir gleich mal so. Vielleicht kann ich da oben. Ah, vielleicht so. Genau. So kann ich mich da schützen, aber was bringt mir das? Ich habe da einen Würfel, der liegt genau zwischen ihnen. Brauche ich den? Das sind ja auch noch zwei. Ah, die sind dahinter offenbar, hinter einer Wand. Vor allem, wo braucht man den Würfel? Brauchen den Würfel gar nicht, oder? Brauchen wir den? Hallo, grüß euch. Ja. Such dir nur. Diese Likes. Ich will diese Likes gar nicht, das wisst ihr, oder? Naja. Wo könnten wir da was machen? Ich will was machen. Was machen? Ah, da nach hinten kann ich gar nicht. Aber vielleicht kann ich es durch das zerstören. Fahre hoch. Sucht's nach mir. Ist Gott sei Dank nur der eine. Gleich wieder in den Schlafmodus versetzt. Zwei haben mich entdeckt. Wie kann ich in die... Oh. Fällt das überhaupt nicht ein, weil... Wenn ich da direkt auf sie kommen will, dann muss ich's da durchschicken. Strahl und den kann ich auch nicht da durchschicken. Kann nur da oben durchschicken. Bringt mir herzlich wenig. So. Unten vielleicht irgendwie. Dass ich das unten hinstelle. Dann kann ich aber ihnen auch anfangs nicht nähern. Erst später dann. Vor allem, was bringt mir das? Was bringt mir das? Ich kann es weiter runter tun. Ja. Wer sucht da? Gar niemand sucht hier. Diese Legs. Kann ich da, wenn ich da durchschleiche?
bin ich schon so nah. Ich weiß nicht, was ich tun soll. So, versucht da vorzukommen. Was bringt mir das? Ich kann da oben vorgehen, aber das bringt mir nicht viel, weil die mich ja dann sofort treffen. Ich könnte jetzt von da rauf springen, da kann ich glaube ich nicht. Ich kann mal. Ja, schade. Ist nicht sehr leicht, dieses Ding. Also da kann ich jetzt problemlos hingehen. Aber ich muss ja von oben hin. Von oben auf sie draufstürzen kann irgendwie. Das schaffe ich wahrscheinlich nicht. Können mich die da treffen? Ah, die können. Da können sie mich treffen. Geschafft. No. Das Problem ist, wie lösen wir das jetzt da? Bin auch gescheit. Sichtschutz. Nein. Ah, gut. Gott sei Dank gibt's da einen Save Point. Wie kann ich euch besiegen? Hier steht's genau auf einer Linie, wo ich euch nicht. Das ist natürlich. Aber ich kann da eins herschießen. Ich bin also intelligent. Intellent.
Ha, funktioniert. Ha. So. No. So. Los geht's. Ich gehe die Liste der Testsubjekte im Hyperschlaf durch. Ich habe zwei mit deinem Nachnamen gefunden. Einen Mann und eine Frau. Wie klein die Leid doch ist. Aha, haben wir unsere Eltern noch, oder was? Aperture Laboratories. Jo. Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich. Aber ich verrate nichts, nur so viel. Du triffst zwei Menschen, die du lange nicht mehr gesehen hast. Wow. Das ist tückisch. 16 von 22. Da muss ein Strahl hinkommen. Toll. Haha. Okay, ich fühle mich sehr bedrängt. Ich weiß nicht warum, aber oh, puh, warum sollte ich das auch so wissen? Da muss ich das reintun, aber da ist kein... Ah, bin ja auch gescheit. Das heißt, muss ich aber den wegtun. Dann stelle ich genau so, schauen wir mal, was passiert. Ah, okay. Stimmt nicht ganz. Weit links. So. Sollte besser ausgerüstet sein. Vielleicht treffen wir dann auch die Gören. Jetzt trifft der wieder. So, jetzt aber. Hoffentlich. Funktioniert. Schauen wir mal. Vielleicht können wir die zwei auch noch erledigen. Ich bin ja auch gescheit. Wozu haben wir da einen Würfel? Also die erste war nur zum Verwirren da. So. Also bin ich mal gespannt.
voll schief. For he's a jolly, in dem Fall, for she's a jolly good fellow, for she's a jolly good fellow, for she's a jolly good fellow. Weiter weiß ich's nicht. Ja. Warum diese Leg Spikes nach der Folge? Der nächste Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Aperture erstellt. Ich weiß nicht, wofür der für es war. Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift. Ui. Danke, Gladys. Was ist mit den Leuten, die ich treffe? Sie schafft's nicht, haha. Wie soll man bitte das schaffen? Du musst das sozusagen da hergeben. Dann ist das oben offen. Muss aber zuerst rauffahren. Irgendwie. Ah, vielleicht sollte ich wirklich zuerst mal rauffahren. Wie kann ich das entfernen? Auf jeden Fall habe ich es so jetzt unter Kontrolle. Schaffe ich es von da, dass ich dann darauf komme? Ah, falsche Richtung. Schaffe ich ja nie. Das ist viel schneller oben als ich. Es ist schon oben, wenn ich nur das weg tue. Bin ja auch selten dämlich. Was? Komm nicht ganz mit. Wenn ich da jetzt durchgehe, bringt mir das sehr viel. Da oben ist noch eine Fläche. Ist da oben auch noch ein Loch? Da oben kann man rein irgendwo. Weil sollte ich eigentlich so auch tun können. Was ist da drüben? Schauen wir mal. Oh. Wasser. This thing like seeing only not with my eyes. Tina City, keine Ahnung. Oh Gott. Oh to hell. The Salmons. Alles gerne mal zerstören, das ist natürlich super. Oh, das ist alles Wand. Das ist natürlich praktisch. Das ist nur so ein Zusatzraum, den wir eigentlich eh nicht brauchen. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, oder? Jetzt ist er unten. Aber wie bringen wir ihn rauf? Ohne, dass wir... So. Der ist vorher... Au! Der ist vorher oben.
Da können wir nichts hinschießen. Wie funktioniert das? Da muss rein, dass ich rauf kann. Jetzt ist gerade offen. Wie? Ich kann mich zwar draufstellen. Aber erstens ist die Tür nicht offen. Und ich komme auch nicht drauf. Das heißt, toll. Das bringt auch recht viel. Na, dieser Lex. Ich lasse mal nicht überwachen da. So. Ciao. Brauchen wir das da oben? Wir brauchen das da oben eh nicht. Das bringt uns so viel. Ha, warte mal, ich habe da nicht geschaut. Oh, schade. Ich komme da echt nicht weiter. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Da oben ist eine Aufzeichnung. Ich glaube, ich habe nicht für uns bestimmt. Na, warum ist das viel zu klein für ein Portalfeld? So geht es natürlich auch. Bringt uns aber jetzt relativ wenig, würde ich sagen. Achso. Na. Auch das bringt uns nicht recht viel. Wir könnten zwar, wenn wir schnell genug da drauf sind, dann können wir somit, das machen wir auch, genau! Ich habe gerade die Lösung gefunden. Ja! Jetzt schießen wir dann einfach das Portal woanders hin. Dann fällt der runter. Sind gescheit. Ich wette, du denkst, ich habe deine Überraschung vergessen. Falsch. Wir gehen direkt darauf zu. Nach all den Jahren. Bei dem Gedanken kommen mir die Tränen. No! Freue ich mich halt doch schon darauf. Wir sehen uns aber dennoch in der nächsten Folge wieder bei Portal 2 mit Gladys und mir, der Mario. Danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!